herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Zelda Breath of the Wild im Master-Modus. Beeilen wir uns diesmal ein bisschen, denn sonst gibt uns Vanna Boris wieder ordentlich auf die Rübe. Deswegen fangen wir doch direkt mit den Fanarts an. Das erste Fanart kommt von Büro Wolf. Der hat nämlich einmal meinen Okamsen-Avatar gezeichnet mit einem Hylia-Schild, Moppy und dem Magnetmodul, das gerade Shranky bewegt. Dann noch mit einem Triforce, dem Blutmond, einem Sensenmann und Sans. Ich weiß ja nicht, warum Sans, wahrscheinlich wegen Megalovania, weil ich den Song ja ab und zu in meinen Streams abspiele. Auf jeden Fall ein sehr cooles Fanart. Vielen lieben Dank dafür. Aber Bürowolf hat noch ein weiteres Fanart eingesendet. Und zwar mit meinem Okamsen-Avatar, der aber Engelsflügel hat und einen Heiligenschein und einen Bogen. Und das ist ein sau cooles Fanart. Mir gefällt es richtig gut. Und deshalb vielen lieben Dank, Bürowolf, für deine Einsendungen. Dann kommen wir zu einem weiteren Fanart von Mikro. Der hat nämlich meinen Umaki-Avatar gezeichnet und hat die Aufschrift hinzugefügt: King of BOTW. Also ich meine, der König bin ich jetzt vielleicht nicht unbedingt im BOTW, aber dennoch vielen lieben Dank für deine Einsendung. Und dann kommen wir zum letzten Fanart für heute von Zwergo the Phoenix. Der hat nämlich ein... Oh mein Gott, ich sollte vielleicht einfach lieber reingehen. Sorry, Zwergo the Phoenix. Wir holen das natürlich nach. Und zwar hat Zwergo the Phoenix einen Wolf gezeichnet, der ziemlich düster aussieht. Aber ich muss sagen, mir gefällt der Stil richtig, richtig gut. Und natürlich hat er meinen Namen noch dazu geschrieben. Auf jeden Fall, Zwergo the Phoenix, ein richtig cooles Fanart von dir. Vielen lieben Dank dafür. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal, was dieser Schrein hier, beziehungsweise diese Truhe für uns bereithält. Ein Diamant, okay. Diese ganzen Mühen für einen Diamanten. Ja, gut. Kann man machen. Ich meine, Diamanten sind ziemlich selten. Akzeptiere ich, akzeptiere ich. So, holen wir uns noch ein Zeichen der Bewährung ab. So, ich würde sagen, wir gehen mal lieber ein bisschen weiter weg, weil in der Nähe des Titanen zu sein, ist vielleicht nicht sehr ratsam. Ich überlege nur gerade, ob meine Sandrobbe noch hier ist, aber ich nehme an, dass sie schon despawned ist. Okay. Ich muss sagen, ich finde das echt ein bisschen blöd gemacht, dass die Sandrobben despawnen. Sprich, man muss immer wieder von Gerudo-Stadt anfangen, wenn man durch die Wüste traveln will. Das finde ich nicht gut gelöst. Aber gut, so sei es. Teleportieren wir uns wieder zur Gerudo-Stadt. So, da sind wir, Leute. Vor Gerudo-Stadt und ich bin immer noch so fasziniert davon, wie die Wüste einfach in der Nacht aussieht. Ich finde das so schön. Und es macht auch viel mehr Spaß zu traveln, weil ich wenigstens eine gute Rüstung dabei tragen kann. Okay, das wird nichts. Gehen wir lieber da... Na, genau. Okay, okay, probieren wir es bei dem da. Ach, komm schon. Ja, nein, geh doch nicht zu dem anderen. Ja, okay, okay. Komm jetzt aber ganz ruhig. Rauf, rauf, rauf. Nice. Also da die Sandrobben sowieso die spawnen, sehe ich es auch nicht ein, mir eine zu mieten. So, gehen wir noch weiter in den Süden. Mal sehen, wie weit uns die Wüste hier noch treiben wird. Ich habe nur irgendwie das Gefühl, dass ich extrem langsam bin mit der Sandrobbe. Ich weiß nicht warum, aber ich habe echt das Gefühl, dass man super langsam in der Wüste unterwegs ist. Und scheinbar kann ich sie auch nicht schneller machen, was das Ganze natürlich auch nicht unbedingt angenehmer für mich macht. Okay, aber hier sieht es zumindest für mich hier komplett nach toter Hose aus. Oh mein Gott, geh mir bitte aus dem Weg. Du kannst hier nicht weitergehen. Oh, oh, okay, okay, okay. Oh mein Gott, dann gehen wir noch ein bisschen in den Westen. Okay, wir sind auf jeden Fall richtig. Ich kann nur absolut nichts sehen. Wir sind gerade voll in den Sandsturm geraten. Ja, gut. Ich habe irgendwie Angst, dass uns hier irgendwas gleich angreift. Du kannst hier nicht weitergehen. So, da hinten waren wir, glaube ich, schon, oder? Ist da das Fossil? Nee, hier sind Ruinen. Hier waren wir, glaube ich, noch nicht, oder? Moin, och, nö! Nö! Weg mit dir. Nein. Hau rein. Ich habe keine Lust auf dich. Oh mein Gott. Ich habe keine Lust auf Moldoras. Die sind nervig und stark. Kann ich einfach wegkommen? Ich glaube, ich kann einfach weg. Ich hoffe, das war kein Fehler. Einfach weiterziehen. Einfach weiterziehen. Okay, er ist weg. Okay, wir müssen die Dinger nicht fighten. Das finde ich gut. So, jetzt sind wir wieder hier hinten bei dem Fossil. Da hinten ist ein kleines Lager. Gibt es hier sonst nichts mehr? Ist irgendwie ein Schrein oder so? Da hinten ist noch ein Lager. Okay, aber hier gibt es weit und breit erstmal gar nichts. Dann gehen wir noch ein bisschen in den Norden. Vielleicht gibt es hier noch irgendwas. Aber ansonsten haben wir die Wüste eigentlich auch so gut es geht erkundet. Was haben wir hier? Oh Gott, noch ein Lager. Stopp, 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 stopp. Das sind echt viele Gegner. Ich hätte aber nur gerne die Truhe, die sich da befindet. Ach, wisst ihr was? Probieren wir es. Komm, sneaken wir uns an. Okay, ich probiere es. Mal gucken, ob ich mir die Truhe schnappen kann, ohne dass jemand was sagt. Okay. Nein, 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 nein. Komm, einfach nur öffnen. Komm, was ist da drin? Ein Saphir. Okay, super. Hat sich nicht gelohnt. Und schnell weg hier, schnell weg hier, schnell weg hier. Oh mein Gott. Nein, geh doch nicht weiter weg. Hallo? Bleibst du gefällig stehen? Bleibst du gefällig stehen? Wofür habe ich dich bezahlt? Okay, ich habe dich nicht bezahlt. Ist das jetzt gerade ein Bug oder was soll denn das jetzt hier gerade? Was wird denn das? Du kannst mich doch jetzt hier nicht einfach allein lassen in der Wüste. Komm schon. Komm rauf. Oh mein Gott, ey. Das wäre es jetzt gewesen, Leute. Da hätte ich mich aber ordentlich aufgeregt. So,
gibt es hier sonst nichts mehr? Sind wir wirklich schon mit der Wüste durch? Da hinten ist noch eine Oase, aber ich glaube, das ist die Gerudo-Stadt tatsächlich. Wow, irgendwie ist die Wüste doch nicht so groß, wie ich dachte. Was haben wir hier? Vielleicht ein paar Crocs? Nein, das sind Mini-Ibaroks. Aber da waren wir eigentlich auch schon. Oh nein, das ist Moldura. Ich sehe ihn doch jetzt schon. Kann es bitte hier nicht so neblig sein? Ja, da oben waren wir aber auch schon. Nein, Moldura, bitte nicht. Nein. Sind wir schneller oder sind wir langsamer als das Ding? Wir sind schneller. Komm, komm, komm. Zieh durch, zieh durch, zieh durch. Wie schnell ist das Ding? Ich habe keine Ahnung, wie schnell das Ding ist, aber ich habe ein bisschen Angst. Und es ist mittlerweile leider zu heiß. Okay, gönnen wir unser zum Darmschleier. So, okay, Moldura ist wieder weg. Hier hinten haben wir noch was. Eine kleine Ruine. Mal sehen, was es hier noch so zu sehen gibt. Komm, stopp. Halt, stopp. Jetzt rede ich. Okay, hier ist eine Truhe. Und es wird gerade ganz schön windig. Was haben wir hier drin? 300 Rubine. Nice. Danke dafür. Aber warum bin ich jetzt hier? Mir scheint es nicht zu geben. Vielleicht ein Croc da oben? Oh mein Gott, da ist doch safe ein Croc oben. Komm schon. Als ob. Es ist viel zu heiß hier oben. Oh mein Gott. Warum ist es hier bitte zu heiß? Ich habe noch einen Kühlungspilzspieß. Okay, ich sehe hier keinen Croc. Hä, seltsam. Ich hätte jetzt echt gedacht, dass oben einer ist. Das wäre doch der perfekte Ort dafür gewesen. Aber gut. Wo ist meine Robbe? Wo ist meine Robbe? Hä, ist die jetzt einfach weg? Ziehen die einfach ab? Was soll das? Jetzt darf ich hier laufen oder was? Oh mein Gott. Ach, dumme Robbe, ey. Macht sich natürlich nicht so gut. Aber das Gute ist natürlich, wir haben hier ja im Grunde schon alles untersucht. Deswegen würde ich sagen, Leute, machen wir uns auf den Weg zum Titan Vanaboris. Wir haben ja schon mit Richo geredet. Sprich, wir müssen nur noch da hinten zu dieser Oase. Und dann können wir zum Titan Vanaboris vordringen. Vorausgesetzt, die Sand Robben stellen sich nicht wieder komplett bescheuert an, was aber leider gerade echt sehr stark danach aussieht. Warum drehen die sich denn immer in meine Richtung? Hallo, dreht euch mal woanders hin. Hä? Okay, die spawnt. Mhm. Ah ja, genau. Wer kennt's nicht? Wer kennt's nicht? Die Sandrobben, die einfach so sich in Luft auflösen. Ja, komm. Komm, 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 komm. Nice. Geht doch, geht doch. Let's go. Sprechen wir mit Richo. Aber Leute, nachdem wir den Titan gemacht haben, können wir hier auf jeden Fall mal dieses Rennen ausprobieren. Da habe ich richtig Bock drauf. So, da oben auf der Aussichtsplattform müsste sie sein. Klettern wir rauf. Da wartet sie schon. So, sprechen wir nochmal mit ihr. Und dann geht es zum Titan. Siehst du ihn? Vanaboris ist direkt vor deinen Augen. Aber um uns dieses Ungetüm zu nähern, brauchen wir Sandrobben. Bist du bereit? Natürlich. Das ist gut. Zuerst müssen wir mit Hilfe von Sandrobben näher an ihn herankommen. Ich übernehme dabei die Führung. Wenn sich dir eine Gelegenheit bietet, greife seine Füße mit Bombenpfeilen an. Vanaboris bewegt sich mit Hilfe der Kraft der Erde fort. Wenn wir diese Verbindung kappen, können wir ihn stoppen. Aber pass auf, die Blitze, die er verschießt, sind tödlich. Selbst wenn dich nur einer davon trifft, kann das sein Ende sein. Der Donnerhelm wird dich vor den Blitzen beschützen, aber seine Reichweite ist begrenzt. Wenn du dich zu weit von mir entfernst, bist du den Blitzen schutzlos ausgesetzt. Vergiss das bloß nicht. Was noch? Wenn du verletzt wirst, dann kehre zu diesem Ausguck zurück. Versprich mir das. Keine Alleingänge. Ich habe hier ein paar Bombenpfeile. Es sind nicht viele, aber du kannst sie gerne verwenden. Okay, sind nur 20 Stück. Weird Flex. Ich frage dich noch ein allerletztes Mal. Bist du bereit? Natürlich. Let's go. Stell dich besser ein wenig weiter von mir weg. Mein Name ist Richo, die rechtmäßige Thronfolgerin der Gerudo. Die Zeit ist gekommen, die Kraft unseres heiligen Erbes zu nutzen, um Vanaboris zu besänftigen. Urmütter der Gerudo, beantwortet mit eurem Donnerhall meinen Ruf. Das ist also die Kraft des heiligen Erbes. Ich bin erfüllt von seiner Macht. Los geht's! Obosa, bitte beschütze Link und mich. Let's go. Ich muss sagen, ich fand das bisher immer so schwer, genau in diesem Kreis drin zu bleiben. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Jetzt geht's ins Getümmel. Ich rüste mal schon mal meine Bombenpfeile aus. Oh, da vorne sieht man ihn schon. Zumindest seine Höcker. Und da macht er sich schon zum Angriff bereit. Ja, ich bleib in deiner Nähe, ich bleib in deiner Nähe. Okay, das war gut. Let's go, let's go, let's go. Komm, abschießen.
So, Nummer 1 und Nummer 2. Oh mein Gott, das war überhaupt nicht getroffen. Egal, egal, egal. Nein, 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 nein. Nein! Egal, wir haben noch Mipha. Alles cool, alles cool. Oh, nee, 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 nee. Okay, das wird so ein Treffer. Oder auch nicht. Nein, oder auch doch. Mipha, ich liebe dich. Och, das hätten wir echt schaffen können. Was, ich habe nicht mal getroffen? Ich habe nicht mal getroffen? Oh, ich finde das so schwierig, ne? Ich finde das so schwierig. Ja, let's go, let's go, let's go. Jetzt schießen wir wieder. Komm, weg damit. Was? Warum? Warum braucht es zwei Hits? Ach, es hält sich gegen. Wir sind der Master-Modus. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das habe ich überhaupt nicht bedacht. Wo ist sie? Riju! Riju! Nein! Eine Sekunde schneller. Und dann... Oh mein Gott. Bitte. Du lässt uns gerade echt dumm aussehen. Komm, eins, zwei. Und drei. Aua. Aber wir haben es geschafft. Nice. Oh mein Gott, war das eine Hürde. Der Rest liegt an dir. Ich habe nicht die Kraft, Naboris zu bändigen. Nur du kannst diese ganze Sache zu einem guten Ende bringen. Link, ich zähle auf dich. Sieh an, wer sich da mal wieder blicken lässt. Ich habe immer gewusst, dass du eines Tages hierher kommen würdest. Ich wette, du willst Naboris Ganons Kontrolle entreißen, oder? Dann solltest du als erstes die Karte suchen, die dir den Aufbau dieses Relikts verrät. Das da ist der Leitstein, der die Daten der Karte beinhaltet. Dort musst du hin. Okay, Leute, ich würde sagen, ziehen wir erstmal eine andere Rüstung an, weil wenn wir später gegen Donnie kämpfen müssen, ist das, glaube ich, nicht so angenehm. Und gönnen wir uns die Topaz-Ohrringe. Die werden, glaube ich, sehr nützlich sein. Komm her. Oh mein Gott, dieser Dodge-Move. Bam! Ja, weg mit dir. Also Wächterwaffen sind ziemlich stark gegen Wächter. Wer hätte es gedacht? Nicht du schon wieder. Komm her. Okay, ich habe gesagt, komm. Ich habe gesagt, komm. Hallo? Nö, weißt du was? Komm, nimm einfach das. Meine schönen Feuerpfeile. Warum tue ich das immer wieder? Ich muss sagen, das ist für mich zumindest einer der kompliziertesten Titanen. Also wundert euch nicht, wenn ich mich ein bisschen dumm anstelle. Und was ich mich auch schon immer gefragt habe, ist, wie komme ich daran? Ich glaube, das Ding kann man ja einklappen irgendwie, oder? Ja, doch. Ich bin mir relativ sicher. Okay, untersuchen wir erstmal alles. Und da hinten zum Beispiel ist eine bröcklige Wand. Die können wir noch nicht dran. Da hinten ist auch eine bröcklige Wand. Okay, hoppala. So, rauf damit. Und sprengen. Was befindet sich dahinter? Ein Wächter. Okay, der ist aber schnell tot. Sonst noch irgendwas, was vielleicht mich nicht töten will? Eine Wächteraxt? Da machen wir natürlich erstmal direkt ein Bild von.
Vielleicht gegen das Eisschwert? Nee, gegen den rostigen Zweihänder. Come on. Brauchen wir sowieso nicht. Let's go. So, hier ist sonst auch nichts. Da hinten ist auch eine bröcklige Wand. Springen wir die auch noch auf. So. Oh, ich finde die Musik hier auch so, so cool. Wenn auch ziemlich creepy, aber genau das mag ich hier irgendwie. Bin richtig angespannt. Was ist hier drin? Eine antike Feder. Oh, wow. Habe ich ja noch gar nicht gesehen. Wie kommen wir jetzt zum ersten Kontrollsiegel? Leute, lasst mich mal sehen. Oh, ich muss ja erstmal das Ding hier aktivieren, bevor es losgeht. Ich bin ja dumm. Ich bin ja komplett dumm. Oder? Nee, da oben muss ich hin. Das war doch hier, oder? Ja, okay, okay. Ich weiß Bescheid. Holen wir uns die Karte und dann geht's weiter ans Eingemachte. Und da haben wir die Vanaboris-Karte. Du hast die Karte dieses Titanen erhalten. Gut gemacht. Sieh sie dir einmal an. Die leuchtenden Symbole sind die Kontrollsiegel, die die Steuerung von Vanaboris regeln. Um Naboris zurückzuerobern, ist es notwendig, alle von diesen Kontrollsiegeln zu lösen. Das wird sicher nicht einfach, aber wenn einer es schaffen kann, dann du. Ich gebe mir auf jeden Fall Mühe. Und was ich natürlich auch versuchen will, ist hier jede einzelne Truhe zu bekommen. Aber ob mir das gelingen wird, mal sehen, Leute. Mal sehen. Also was ich schon mal gesehen habe, ist, dass ich hier theoretisch rüber kann. Okay, oder auch nicht. Genau deswegen sagte ich ja auch theoretisch, nicht praktisch. Ich muss da eigentlich irgendwie reinkommen. Von hier oben geht's nicht. Okay, was ist, wenn wir uns drehen? Nein, das war absolut nicht der Plan. Aber ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee, Leute. Wir drehen es einfach nochmal weiter. Jetzt landen wir hier drauf. Perfekt. Jetzt sind wir nämlich genau auf dieser Plattform. Bam. Okay, wir hätten eigentlich auch einfach hier rüber gekonnt, oder? Oder? Egal, hier, nimm das. Komm, stirb. Aua. Bam. Frechheit, dass der mir so kommt. Okay, jetzt müssen wir das Ding hier noch einmal um 180 Grad drehen. Denn dann gelangen wir in eine Box, in der ein Kontrollsiegel versteckt ist. Okay, drehen wir die Box noch einmal. Dann können wir auch dieses Kontrollsiegel aktivieren. Noch 4 Kontrollsiegel. Auf dich ist Verlass. Also, wenn es einer schaffen kann, dann ja wohl wir. Let's go. Oh, ich finde die Musik so cool, ne? Also, die Vanaboris-Musik. Oh mein Gott. Einfach nur Liebe. Einfach nur Liebe. Okay, einmal müssen wir es noch drehen. Gut. Zu welchem Kontrollsiegel gehen wir als nächstes? Jetzt muss ich überlegen. Da oben gab es, glaube ich, keins. Ich glaube, da war nur eine Truhe. Was ist jetzt hier unten? Kommen wir von hier? Doch, von hier kommen wir. Okay. Dann ist das auch erstmal egal. Wir müssen irgendwie an den Rüssel kommen. Aber nee, das müssen wir noch nicht machen. Das müssen wir noch nicht machen. Drehen wir das mal so, dass alles nach unten zeigt. Also die ganzen Stromkreise. Komm, 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 komm. Hat sich damit jetzt irgendwas geöffnet? Da oben vielleicht? Nee, das ist immer noch nicht offen. Okay, wir müssen es nach oben drehen, oder? War das so? Da unten befindet sich auch ein... What? Wartet mal. Wenn ich das jetzt drehe, hier oben befindet sich auch ein Kontrollsiegel. Ich meine, ja, okay. Ja, moin. Wie soll ich da jetzt rankommen? Habe ich mir jetzt noch nicht so gut überlegt. Okay, Moment. Wenn es hier ist, dann muss ich ja einfach nur auf der Seite bleiben. Nee, Moment. Das ist Schwachsinn, oder? Nee, Moment, doch. Das funktioniert. Wenn ich hier drauf bleibe und das nochmal um 180 Grad drehe, dann bin ich, glaube ich, auf derselben Höhe wie das Kontrollsiegel. Ja, perfekt, perfekt. Warten wir einfach noch eine Runde. Okay, du schon wieder. Weh, du gehst jetzt nicht kaputt. Geht doch. Und hier verstecken sich wieder 2 Truhen. Okay, ich glaube, die habe ich noch nie gesehen. Da bin ich gespannt, was da drin ist. So, aktivieren wir das nächste Kontrollsiegel. 3 Kontrollsiegel fehlen noch. Bitte halte durch. Okay, ich halte natürlich durch. Wie komme ich da ran, ist die Frage. Ich müsste das jetzt wahrscheinlich noch einmal drehen, oder? Aber in welche Richtung? Nee, Moment, ich muss die Mitte drehen. Oh mein Gott. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Oh Gott, das hat irgendwie geklappt. Aber gerade so, was ist hier drin? Eine antike Achse, okay, hat sich gar nicht gelohnt. Und auf die andere Seite komme ich wahrscheinlich nicht mehr, oder? Vielleicht doch. Ja, aber wo ist die Truhe? Hier war doch auch eine Truhe, oder? Wo ist die hin? Truhe? Hä, bin ich blöd, oder? Da ist sie doch. Warum ist sie denn auf der Seite auf einmal? The fuck? Okay, nochmal drehen. Okay. Nein, das habe ich so nicht geplant. Okay, nochmal drehen, nochmal, nochmal. Wie? Nee, hä? Wie soll ich das schaffen? Wie soll ich das schaffen? Wobei, so könnte es doch klappen, oder? Nee, hä? Ach nee, das kriegst du nicht hin. So, ich drehe das noch einmal vielleicht. Dann das auch. Das sieht schon mal gar nicht so schlecht aus. Okay, wisst ihr was? Drehen wir einfach nur die Mitte. Gott, also bei dieser
diesem Schrein kann einem echt schlecht werden, ne? Wobei, ich muss sagen, Vamedo ist da nochmal eine Nummer schlimmer, weil sich einfach die ganze Ebene kippt. Aber der Schrein ist auch nicht sonderlich angenehm. So, schauen wir, was hier drin ist. Ein Königsbogen. Ja, nehme ich. Dafür muss ich jetzt irgendeinen Bogen droppen. Genau, der hier. Der ist sowieso schwach. So, danke dafür. Wir müssen aber irgendwie nach oben. Und zwar da nach oben. Ich glaube, ich weiß wie. Wenn wir das hier drehen. Perfekt, perfekt. Jetzt hier rüberspringen. Nice, nice. Okay, jetzt sind wir hier. Und hier müssen wir jetzt dafür sorgen, dass der Stromkreis oben geschlossen ist. Und zwar so. Jetzt heißt es schön warten. Und es werde Licht. Perfekt. Also Fakt ist, das hier muss nach ganz unten. Nee, Moment. Falsch, falsch, falsch. Fakt ist, das hier muss nach ganz hinten. Und das hier auch. So, das kann jetzt aber hier nach vorne. Genau, jetzt bewegt sich das ganze Ding. Ach, so, so funktioniert das. Jetzt verstehe ich. Ich verstehe. Das Ding muss nochmal runter. Okay, machen wir das wie folgt. Ziehen wir das mal nach hinten, dann rennen wir hier schnell hoch. Bringt das irgendwas? Das bringt absolut gar nichts. Was habe ich mir dabei gedacht? Die können wir auch nicht rein. Komm, ziehen wir es nach hinten und rennen einfach ganz schnell. Ich komme hier nicht rauf. Ich komme hier nicht rauf. Es hätte funktioniert. Ach, komm schon. Stell dich doch jetzt nicht so an. Jetzt aber spring. Ja. Genau, so rauf. Ja. Also ich weiß ja nicht, ob das so gedacht ist. Aber für mich scheint es zu funktionieren. Okay, jetzt sind wir hier oben. Sehr nice. Komm. Weg mit dir. Okay, wo ist das nächste Kontrollsiegel? Auf der anderen Seite. Das müssen wir jetzt auch irgendwie anbekommen. Aber wie? Och nee, wo ist das Auge? Da hinten. Komm, weg mit dir. Wo ist das Vieh? Wo ist das Vieh? Komm her, wo bist du? Ach, da hinten. Mob den Kopf hier. Nimm das. Okay, wenn ich jetzt hier reingehe, passiert gar nichts. Wo kommst du denn? Ah, hier hinten ist die Kugel. Let's go. Das war gefährlich. Bitte mach das nicht zu Hause nach, Leute. Wo muss ich das denn mitnehmen, ist die Frage. Nach oben, glaube ich, oder? Komm. Na toll, das hat ja super geklappt. Gab es hier irgendwo so ein Ding zum Aktivieren? Ich glaube nicht. Okay, behalten wir es noch hier. Können wir das hier nämlich aktivieren? Dann bewegt sich nämlich da der Aufzug. Okay, dann können wir zumindest schon mal das Kontrollsiegel da hinten aktivieren. Hoppala. Müssen wir da nur irgendwie rankommen? Och nee, komm her. Bam. Au. Das war... Okay, das war fair. War nur fair. Hier, die Axt kann, glaube ich, weg. Der hat mir doch eine Waffe gedroppt, oder nicht? Hä? Du musst weg. So, jetzt müsste das Kontrollsiegel eigentlich frei sein, soweit ich weiß. Ja, perfekt, perfekt. Gut, aktivieren wir das auch noch. Jetzt hast du nur noch zwei Kontrollsiegel vor dir. Behalte einen kühlen Kopf. So, und hier ist auch noch so eine Kugel. Ah, hier. Ist das meine oder ist es die vom Gegner? Ich weiß es nicht. Da hinten haben wir noch eine Truhe. Die snacke ich mir auch noch. Und irgendwas zum Aufkurbeln. Es ist so cool hier oben, ne? Deswegen ist es auf jeden Fall einer meiner Lieblingstitanen. Wenn nicht sogar mein Lieblingstitan. Topaz, okay, danke. Hat mir jetzt nicht viel gebracht. Hier nochmal hochklettern. Was haben wir davon, wenn wir das aufdrehen? Was genau passiert dann? Lol, okay, das wird gedreht. Aber was ändert das? Was bringt das? Also, ich habe das Ding noch nie benutzt. Ich habe keine Ahnung, was das bringt, ne? Jetzt ist das hier aktiviert. Ach so, man braucht die Kugel gar nicht dafür. Ah, verstehe. Dann war das jetzt auch wieder vor umsonst, GG. Okay, das droppt mir nach unten. Die andere Kugel ist, glaube ich, auch noch ganz oben. Da müssen wir nochmal nach oben kommen. Komm, gönnen wir uns einfach Revalis Sturm. Und hoppala. Wo ist die Kugel? Ich sehe sie nicht. Ah, da, da. Okay, perfekt. So, her damit und einfach fallen lassen. Komm, schnell runter. Ah! Okay, das war sehr knapp. Das war wirklich sehr, sehr knapp. So, das einmal aktivieren. Dann die Kugel hier rein. Oh nein, und da warten Wächter auf mich. Habt ihr Bock auf Kugeln? Machen die überhaupt Damage? Nein, absolut nicht. Oh nein, Daruk, du hast mir schon so auf den Arsch gerettet, ne? Mir wäre es trotzdem lieber, wenn wir Daruk für Donny behalten hätten. Aber gut, das kann man sich leider nicht so gut aussuchen. So, hier hinten befindet sich noch ein Kontrollsiegel. Dafür müssen wir nur die Kugeln hier rauf tun. Dann fehlt noch ein einziges. Bam, let's go. Nur noch ein Kontrollsiegel. Es fehlt nicht mehr viel. So, dann fehlt jetzt noch ein einziges Kontrollsiegel. Aber ich würde voll gern da oben an diese Truhe kommen. Oder unten, je nachdem. Ich weiß gerade gar nicht, wo das war. Egal, aktivieren wir erstmal das Kontrollsiegel. Das ist ja da vorne irgendwo beim Rüssel oder was auch immer das darstellen soll. Nee, das soll der Hals sein, oder? Ja, das soll der Hals sein. Moment mal, da hinten befindet sich auch noch ein Auge. Wenn das weggeht, kann ich denn da lang? Ich glaube, ich muss einfach nur da nach unten, oder? Ah, ich bin dumm. Ja doch, das war hier unten, oder? Genau, jetzt müssen wir das hier drehen. Aber davor schaue ich mal nach, ob es hier hinten vielleicht
vielleicht auch irgendwie was gibt? Doch, da ist doch ein Aufzug, oder? Gut, dann drehe ich das erstmal in die Richtung. Also für dieses Rätsel habe ich übel lange gebraucht, Leute, weil ich nicht wusste, dass je nachdem, in welche Richtung man dreht, sich die eine oder andere Seite bewegt. Ich dachte, wenn man das Rad hier zurückdrehen würde, dann würde sich auch die eine Seite in die andere Richtung bewegen. Aber dem ist nicht so. Okay, jetzt geht das hier nach oben und der Aufzug bewegt sich. Okay, gut, dann sind wir jetzt gleich durch. So, das letzte Kontrollsiegel. Toll gemacht. Alle Kontrollsiegel sind aktiviert. Fahre jetzt noch die Steuerungseinheit wieder hoch. Der große leuchtende Punkt auf deiner Karte. Da musst du jetzt hin. Aber sei weiter auf der Hut, ja? So, damit haben wir das schon mal geschafft. Jetzt will ich nur wissen, wie kommt man an diese Truhe dran? Ich springe einfach mal runter. Müsste hier nicht irgendwo diese Truhe sein, die da so hing? Oder war das auf der anderen Seite? Ich glaube tatsächlich, das war auf der anderen Seite. Oder war das hier? Wo zur Hölle war die Stelle mit der Truhe? Das muss doch dort gewesen sein. Ja, da oben hängt sie. Aber das hilft mir jetzt irgendwie nicht weiter. Wie soll ich da rankommen? Da komme ich doch genauso wenig dran. Wartet mal, wenn ich die Leitung jetzt kappe, müsste sich das Ding doch wieder nach unten bewegen. Okay. Ich habe legit nie verstanden, wie man an diese eine Truhe da kommt, ne? Mal sehen, ob ich heute dieses Rätsel lösen werde. Wenn ich da hingehe, dann komme ich ja nicht durch. Aber wie soll man da denn hinkommen? Also so kann das nicht funktionieren. Wie soll ich da rankommen, Leute? Ich muss das Ding irgendwie einfrieren, zu mir bewegen und zeitgleich das Ding kappen. Das funktioniert halt nicht. Da oben ablegen kann ich auch nicht. Nee, das ist Blödsinn. Wie zur Hölle soll man diese Truhe bekommen? Und ich habe auch keine Ahnung, wie ich da oben an die Truhe rankommen soll. Wobei, mit Revali könnte ich es, glaube ich, schaffen. Ich probiere es mal mit Revali Sturm. Das ist zwar ein bisschen gecheatet, aber egal. Okay, also mit Revali Sturm kommt man hier rauf. Ob das so gedacht ist, glaube ich eher weniger. Oh, wow, und dann ist hier nur ein antikes Zahnrad drin. Das ist ja voll läppisch. Das ist ja ein Witz. Das beantwortet leider nicht, wie ich an diese Truhe komme. Und das habe ich leider auch noch nie verstanden. Ich will das jetzt wissen, Leute. Ich will das jetzt wissen. Die Neugier hat mich gerade richtig gepackt. Hat das was damit zu tun? Muss man vielleicht nach ganz oben? Würde ja eigentlich nur Sinn ergeben, wenn man nach ganz oben muss. So, probieren wir es mal. Hoppala. Und jetzt müsste es ja direkt unter uns sein, oder? Spitze, wo genau bist du? Wo genau ist dieses Ding? Wenn ich jetzt hier runtergehe, dann hängt da das Ding. Und wenn ich es jetzt wieder drehe, was genau passiert dann? Bewegt sich das ganze Ding bei mir? Ja, hoppala. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Ja, okay, aber das bringt doch auch nichts, Leute, oder? Was ich halt einmal probiert habe, ist folgendes. Diese Truhe irgendwie nehmen. Ich glaube sogar, so hat es einmal funktioniert. Wenn ich die jetzt hier hochnehme, kann ich sie einfach schnell öffnen. Und wir kriegen einen antiken Reaktorkern. Sehr nice. Ich weiß wirklich nicht, ob das so gedacht ist, um ehrlich zu sein. Bei mir erscheint der Weg ein bisschen scuffed, aber vielleicht haben sich die Entwickler das wirklich so gedacht. Ich weiß es nicht. Dann fehlt uns jetzt nur noch das Kontrollsiegel. Und dann kommt schon unser liebster Gegner zum Vorschein. Da sind wir beim Kontrollsiegel. Leute, ich würde sagen, besiegen wir Donny in der nächsten Folge. Falls euch diese Folge gefallen hat, würde ich mich wie immer über eine positive Bewertung freuen. Und vielleicht sehen wir uns ja wieder im nächsten Video. Ich bin euer Marki. Macht's gut!